Grüß euch. Ich bin heute wieder mal unterwegs zu einer kleinen Fototour, kleiner Fotoausflug zu einem meiner Lieblingsplätze. Und da habe ich mir gedacht, da nehme ich euch einfach wieder mal mit. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon gesehen beim Herfahren, ich bin da beim See vorbeigefahren. Das war der Hintersee. Lange Zeit ein Geheimtipp, ein kleines Naturjuwel. Und zwar deshalb, weil er als einer der ganz wenigen Seen da im nördlichen Flachgau oder im Salzkammergut noch rundum überall frei zugänglich ist. Bei vielen anderen Seen im Salzkammergut ist es ja leider so, dass die großteils von Privatgründen umgeben sind. Wenn man Glück hat, hat man irgendwo einen öffentlichen Badestrand, wo man als Privatperson hin kann. Aber sonst sind diese Seen fast überall nur an, wenn überhaupt, an einzelnen Stellen zugänglich. Und beim Hintersee ist es eben nicht so, der ist komplett unverbaut, rundum noch naturbelassen und ein sehr schöner See. Er wurde in den letzten Jahren ein bisschen entdeckt von der Öffentlichkeit und darum ist es so, dass man eigentlich jetzt im Sommer gar nicht mehr herfahren braucht. Also zumindest in den letzten Sommern war es so, dass der See massiv überlaufen gewesen ist. Jetzt im Frühsommer geht's. Da sind die Touristen noch nicht unterwegs, noch nicht so sehr unterwegs. Und ja, der See selbst ist jetzt gar nicht mein Ziel. Ich habe einige Jahre da in der Nähe des Sees gelebt und bin immer wieder mal gern zu diesem Platz gegangen, den ich heute wieder aufsuche. Und zwar die sogenannte Eiskapelle. Das ist ein bisschen südlich, südwestlich vom See, gibt es da ein Tal, das in einem Talschluss endet, wo dann sehr steile Flanken des Gebirges quasi das Tal enden lassen. Und in schneereichen Wintern stürzen dann quasi die Schneemassen rundherum von diesen Talflanken da hinein in das Talende und durch den kleinen Bach, den man da im Hintergrund hört, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen, durch den kleinen Bach wird dann
diese Schneemasse von unten ausgehöhlt und es entsteht dann eine Eishöhle, eine Schneehöhle, die natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Habt ihr auch immer wieder gesehen früher, dass da Leute sehr risikobereit sind. Ich denke mal einfach, weil sie es nicht gewusst haben, werde dann nachher ein bisschen noch was erzählen dazu. Aber mich hat dieser Platz immer sehr fasziniert, egal ob mit oder ohne Eiskapelle. Ich finde dieses Talende, dieser Talschluss da hat so ganz was Spezielles. Ja, ich gehe da jetzt nach hinten, es geht noch ein Stückchen zurück. Irgendwann hört auch der Mobilfunkempfang auf. Das heißt, man kann mit Handy da nicht mehr viel anfangen, außer Fotos machen. Und das heißt aber, wenn ihr jetzt auch mich vielleicht mobil gerade anschaut, mit dem Handy unterwegs seid, nicht im WLAN, könnte sein, dass die Verbindung jetzt dann irgendwann einmal abbricht. Okay, gut. Wie gesagt, ein Stückchen geht's noch und ich melde mich dann wieder ein Stück weiter hinten. Ja, mittlerweile wurde dieses Tal auch in ein Naturreservat umgewandelt, ist der falsche Ausdruck, das sagt man, zu einem Naturreservat gemacht. Das heißt, man will verhindern, dass da irgendein menschlicher Einfluss das Tal verändert. Das soll also da möglichst ursprünglich und naturbelassen bleiben, finde ich gut, weil genauso oder genau das schätze ich an diesem Ort. Dieser Ort hat so eine oder gibt einem die Möglichkeit, so richtig die Kraft und die Mächtigkeit der Natur direkt zu erfahren. Besonders um diese Jahreszeit, wenn der Schnee zurückgeht und man wieder in das Tal hinein kann. Im Winter ist ja oft der Zutritt da gar nicht möglich und auch nicht erlaubt wegen Lawinengefahr, weil es da rundum sehr steil rauf geht. Aber wenn es dann wieder geht und man da rein kann und man sieht, welche Wucht diese Schneemassen haben, die da jetzt verhältnismäßig ja gar nicht so groß sind, weil das ist ein kleines Tälchen, das ist schon sehr beeindruckend. Und die Abgeschlossenheit dieses Tals tut ja, ihr ist natürlich dazu, dass man da einfach, ja, ich finde, das hat eine ganz eigene Stimmung, die ich sehr, sehr mag. Ja, jetzt werden wir dann schauen, jetzt geht es nicht mehr lang, dann kommen wir direkt in den letzten Bereich dieses Talschlusses. Da hat sich dann in der Mitte ein großer Kegel gebildet von dem ganzen Material, das über die Jahre und Jahrzehnte da heruntergestürzt ist. Ich kann mich erinnern, 2006, 2005, irgend sowas, 5 oder 6, war so viel Schnee, dass ich glaube ich noch im Juli hergekommen bin und immer noch eine kleine Schneehöhle vorgefunden habe. Jetzt ist es jetzt Mitte April. Wir hatten letztes Jahr einen Winter mit sehr viel Schnee. Allerdings war es nicht besonders kalt. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine großartige Eiskapelle geben wird oder wie es da ausschaut. Bin schon sehr gespannt. So wie es momentan ausschaut, naja, da kommt jetzt doch ein bisschen mehr Schnee. Ja, Schnee gibt es genug, sogar einiges an Schnee ist da, sogar so viel, dass die Eishöhle noch gar nicht so richtig sich gebildet hat. Man sieht also da unten, wo der Bach aus diesem Schneefeld herauskommt. Das Gemeine ist natürlich, dass jetzt da überall unter dem Schneefeld schon Höhlen sein können. Das heißt, wenn man darauf geht, wenn man das wirklich machen will, sollte man sehr vorsichtig sein. Und das Blödeste, was man machen kann, ist, dass man da ganz hinauf geht. Ich zeige euch das einmal. Da an diese Stelle, wo von oben der Wasserfall in das Schneefeld hinein fällt oder hineinläuft. Weil dort wird natürlich durch die Luftbewegung des Schnee
Feld von hinten ausgehöhlt und ist dann, wenn man da auf hinaufschaut, ganz oben nur mehr wenige Zentimeter dick. Und wenn man also darauf geht und da einbricht, dann fällt man da zwischen Schneefeld und Felswand hinunter und befindet sich dann in einer äußerst unangenehmen Lage. Also ich verstehe nicht, wie manche Leute so gedankenverloren sein können oder so wenig mitdenken und da hinaufstapfen. Es ist leider auch schon einiges passiert da an dieser Stelle. Es ist einmal ein Eiskletterer vor einigen Jahren tödlich verunfallt. Seitdem ist das Klettern in dieser Eishöhle eigentlich nicht mehr erlaubt. Ja, man sollte einfach die Natur nicht unterschätzen und immer sehr vorsichtig sein und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, wenn man sich in der Natur bewegt. Überhaupt da in so einem Talschluss. Wir sind jetzt nicht weit weg von der Zivilisation, aber da geht kein Handy mehr, da gibt es keinen Empfang. Also wenn da irgendwas passiert und keiner weiß Bescheid, wo du bist, muss man halt warten, bis der nächste Passant zufälligerweise vorbeikommt, und um diese Jahreszeit ist da noch nicht so viel los. Gut, ich werde mich jetzt trotzdem ein bisschen auf der Seite nach vorwagen. Ich weiß ja ungefähr, wo der Bach verläuft unter dem Schneefeld, weil ich ja schon sehr oft da gewesen bin, und versuche mich da vorsichtig noch ein bisschen weiter zu bewegen. Ich möchte dann ein bisschen um die Ecke schauen, ob man da vielleicht eine Perspektive findet für ein Foto, weil das wäre eigentlich mein Ziel. Schauen wir mal. Da haben wir zum Beispiel so einen Baum, der von den Schneemassen aufgesprakelt worden ist, wie ein Zündholz, wie ein Streichholz, wie ein Zahnstocher. Es ist schon gewaltig, was so Schnee- und Eismassen für Kräfte freisetzen können. So, geht er jetzt zeitlich von dem Schneefeld ein Stück hinauf. Da bin ich auch schon relativ nahe am Grund. Also, glaube ich, ist es relativ sicher. Wenn es da wieder steiler wird. Mal sehen, vielleicht schaffe ich da ein nettes Panorama, wäre natürlich da schön. Fehlt mir aber ein bisschen der Vordergrund. So, jetzt bin ich zwar zu einer Stelle heraufgekommen, wo ein Baum steht, der mir von unten als Motiv gefallen hat. Ich zeige euch den einmal. Da steht dieser Baum, der da waagrecht quasi in das Tal hineinsteht. Kann man im Video vielleicht das nicht ganz so toll erkennen. Wenn ich mir das aber von oben anschaue, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da eine Komposition irgendwie zusammenbringe. Vielleicht war ich auch einfach schon so oft da. Wie gesagt, ich war schon in den vergangenen Jahren immer mehrmals im Winter herinnen und habe auch immer fotografiert, allerdings nur geschwind mit dem Handy, um den aktuellen Stand dieser Eiskapelle zu dokumentieren. Jetzt fällt es mir momentan ein bisschen schwer, da ein Motiv zu finden, das ich jetzt des Fotos wegen machen möchte. Also nicht einfach nur, um zu dokumentieren, dass noch Schnee da ist, sondern was könnte ich da fotografieren? Welches Motiv könnte ich da ins Auge fassen, um ein schönes Bild zu bekommen? Ja, mal schauen, momentan sehe ich es noch nicht. Mich beeindruckt ja immer dieser Kegel da in der Mitte, den sieht man wahrscheinlich im Video jetzt auch gar nicht so toll. Also da ist in der Mitte, wenn man da durchs Tal so durchschwenkt, durch das Talende, steht da in der Mitte dieser große Kegel. Der da quasi herausgeschliffen worden ist durch diese herabfallenden Erdmassen und Geröllmassen rundherum. Aber den kriegt man irgendwie nicht so ins Bild, dass er auffällt. Wenn man da so ein Foto macht, schaut das einfach aus, als würde da die Wand weitergehen. Wenn man nicht genau schaut, erkennt man nicht, dass da ein isolierter Kegel wie eine Insel da drinnen steht. So, naja, wir werden ein bisschen hinaufkraxeln, vielleicht ergibt sich doch noch etwas. Ich bleibe jetzt auf der Seite. Hinter mir ist also kein Schneefeld mehr, sondern das ist
Erde oder Gras. Weil von da an will ich eigentlich nicht mehr am Schneefeld sein, weil da oben sieht man schon, ja, jetzt will er nicht hin. Da sieht man hinter mir oben, fängt schon das Schneefeld an und wird da schon durch den Bach da ausgehöhlt. Da bin ich schon ein bisschen zu feig, um da jetzt noch auf dem Schneefeld herumzuspazieren. Das spare ich mir lieber. Und da kann man schön auf der Seite des Grases durch die Sonne heute, durch die warmen letzten Tage schön trocken. Da kann man also schon ganz gefahrlos herumspazieren. Ein bisschen gehe ich noch hier rauf. Schauen wir. Vielleicht finde ich was. Puh. Ich merke, mir steckt noch der Winter in den Knochen. Meine Kondition ist ziemlich am Ende, obwohl das ja gar nicht weit ist darauf. Aber ich bin da jetzt schön hergekommen zu der Abrisskante, wo das Schneefeld da quasi aufhört oben. Und man sieht ein bisschen, das ist jetzt noch so ein kleiner Seitenbach, der da hineinplätschert, wie das Schneefeld dann auch schön ausgehöhlt wird nach unten hin. Ich drehe die Kamera wieder um. So, da sieht man diesen Spalt, der jetzt nicht ganz typisch ist, aber man sieht schon ein bisschen, wie sowas da funktioniert. So. Kommt auch eine schöne kalte Brise heraus da. Ja, da hinten sieht man dann, wie es runtergeht. Also da herinnen würde ich mir echt eine Drohne wünschen. Da könnte man sicher beeindruckende Szenen filmen, da, wenn man da herumfliegen könnte. Aber ist ja eh verboten. So, jetzt stehe ich da heroben. Also wieder da unten vor dem kleinen Felsen, wo ich da heraufgekraxelt bin. Und wenn man da rüber schaut, da könnte es eigentlich ganz schön rüber gehen und dann drüben auf den Berghang, wo ich schon mal gewesen bin, nur nicht direkt von da rauf. Bin ich fast am überlegen, ob ich da raufkraxel, aber eigentlich ist es schon relativ spät. Aber das wäre sicher interessant, den Blickwinkel von da drüben mal zu haben. Ich drehe die Kamera mal um. Da geht es also dann noch rauf, da entlang vom Fuß dieser Felswand. Und da hinten, wo man die Bäume sieht, dann da wieder runter. Das wäre sicher spannend.
Das ist leider nur mit dem Handy gefilmt, weil ich jetzt meine kleine Osmo Pocket im Pocket hinten habe, im Rucksack. Die will ich da jetzt nicht rausfummeln. Die muss auch schon wieder geladen werden. Da muss das jetzt mit dem Handy gehen, aber ja, ich glaube, ich werde es sein lassen. Ich mache das ein anderes Mal und gehe jetzt wieder da zurück und hinunter. Bis gleich. So, jetzt bin ich schon wieder am Weg hinaus aus dem Tal, zurück zum Hintersee und weiter zum Parkplatz, wo mein Moped steht. Ja, leider bin ich jetzt auch nicht so weit weg, jetzt, wo ich jetzt wohne, aber doch so weit, dass ich irgendwie ein motorisiertes Fahrzeug brauche, um daher zu kommen. Und das merkt man einfach gleich. Früher, wie gesagt, war ich ja jede Woche fast einmal da drinnen. Aber gerade deshalb war es schön, wieder mal da gewesen zu sein und wieder mal den Ort zu besuchen. Vielleicht werde ich im Sommer auch öfters wieder mal herkommen unter der Woche. Das geht ja. Und unter der Woche sind nicht so viele Leute da. Ja, sonst war diese kleine Wanderung eigentlich die erste Sommerwanderung. Wanderung kann man gar nicht sagen, es ist eigentlich nur ein Spaziergang, aber doch ein bisschen ein Ausflug. Ich habe wieder meinen Sommerwanderrucksack, wie ihr gesehen habt, dabei gehabt, nicht den City-Rucksack. Und das ist dann auch gleich wieder ein Test, um zu sehen, ob man alles auch mit hat, was man mitbraucht. Und ich habe natürlich zwei Sachen nicht dabei gehabt, die ich eigentlich ganz gern dabei gehabt hätte. Das eine ist einmal das Handtuch, das ist zu Hause geblieben. Ein Handtuch ist immer praktisch, gerade wenn man da wie da in der Nähe vom Wasser ist. Man greift schnell mal ins Nasse, ins Feuchte. Und wenn man dann die Kamera angreifen möchte, wäre es gut, wenn man sich ein bisschen abtrocknen könnte. Auch wenn die Kamera nass geworden ist, ein paar Spritzer abbekommen hat, kann man das mit dem Handtuch schnell beseitigen. Ja, und das zweite wäre ein zweites T-Shirt. Auch wenn das jetzt dann nur so eine kleine Wanderung war, man schwitzt doch ein bisschen. Und wenn dann die Sonne weg ist, wird es gleich ein bisschen kühl. Ein zweites T-Shirt gehört einfach in jeden Outdoor-Rucksack hinein. Muss immer dabei sein. Ja, wie gesagt, das war's schon wieder, meine kleine Wanderung. Ich gehe wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich euch gezeigt habe. Wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut euch auch diesen Hintersee an und auch diese Eiskapelle da. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen imposanter. Momentan, wie gesagt, ist sie noch nicht so ganz toll. Also eigentlich noch gar nicht vorhanden. So, jetzt muss ich da wieder über den kleinen Bach drüber. Da rauscht es ein bisschen stärker. Ja, was Fotos anbelangt, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das was geworden ist. Ich habe ein bisschen Fotos gemacht. Ein paar Fotos gemacht. Ich werde dann zu Hause schauen, ob da irgendwas dabei ist, was man herzeigen kann. Also im Video wird sicher eines geben. Darüber hinaus, ja, wird man sehen. So, kurze Konzentration, wo überquere ich den Bach? So, hab's da schon erledigt. Gut. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Wie üblich, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und gern noch ein paar Videos sehen möchtet, schaut euch einmal um auf meinem Kanal, was ich so für Videos habe. Sind also sehr unterschiedlich. Meistens geht es irgendwo um Fotospot-Suche, um Fotografieren im Freien, draußen, Landschaftsfotografie, aber es gibt auch ein paar andere Themen. Und wenn es euch ein bisschen gefällt, abonniert doch meinen Kanal, aktiviert die kleine Glocke, die ist, glaube ich, dann jetzt da oder da. Nein, da. Keine Ahnung, ihr werdet es schon finden, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Üblicherweise zweimal die Woche, Mittwoch immer so ein ganz ein kurzes, kleines Video, wo nur eine kleine Episode aus meiner Woche dargestellt wird und am Wochenende dann normalerweise ein etwas längeres Video von einem Ausflug oder von einem fotografischen Thema. Gut, soweit so gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Nutzt die schöne Zeit jetzt in den Tagen und wir sehen uns dann ja hoffentlich das nächste Mal auf diesem Kanal. Ciao und pfiat euch!
ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi!